Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im August 2023 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Wassermann bitte. Was kommt im August 2023 auf Wassermann zu, bitte? Zwei der Stäbe. Von vorne. Du wirst etwas, das Routine in deinem Leben hatte, beziehungsweise deine Routine von vorne planen müssen im August 2023. Das ist so diese Revision, die du haben wirst. Ja, schau, ja, siehst du? Da kommt auch noch direkt ein Sonnenstrahl und man blickt ja auch hier raus auf die Sonne. Und ja, hier hast du deinen Sonnenstrahl. Du wirst deine Routine neu durchplanen müssen, Wassermann. Es kommen hier Veränderungen auf dich zu, die nicht einfach nur dein Seelenleben oder sonst was betreffen, sondern ganz konkret deinen Alltag. Okay, ganz konkret deinen Alltag. Okay, okay. Dein Alltag verändert sich. Sieben der Schwerter hier. Okay. Es gibt hier irgendein Thema, dem du bisher ausgewichen bist, Wassermann. Und ich habe hier Schwert, ja, sieben der Schwerter. Schwerter sind Gedanken, ist Vernunft, ist Analytik. Und so wie es aussieht, konntest du bisher deinen Kopf nicht dazu durchringen, etwas in deinem Leben, wofür du Feuer gefangen hast mit Ass der Stäbe, umzusetzen. Ja, vor zwei der Stäbe passiert Ass der Stäbe, Feuer. Feuer fangen für etwas, für jemanden, für ein Projekt, für ein Subjekt, für eine Person. Und dann aber nichts umsetzen, weil man hier in einer Analyseparalyse ist. Die ganze Zeit analysiert und macht und tut und es unvernünftig findet und dann doch nicht tut und dann doch es tun will und dann doch wieder nicht. Ja? Und dann mit zwei der Stäbe, oder? Ich sage immer, nach Ass der Stäbe kommt zwei der Stäbe automatisch. Wenn man Feuer fängt für etwas, dann fragt man sich danach automatisch, wie kann ich es in mein Leben integrieren? Da können, oder mit sieben der Schwerter, da können deine Gedanken noch so verrückt spielen, es noch so unvernünftig finden. Du hast Feuer gefangen für eine Person, für ein Thema, für eine Ausbildung, für einen Job, Wassermann, und du bist hier dann dabei, dein Leben dementsprechend auch anzupassen und es in dein Leben zu integrieren. Ja, du wirst hier über deine Gedanken hinweg, über die Analyse hinweg sozusagen etwas nachjagen, wofür du hier ja in der jüngsten Vergangenheit Feuer gefangen hast. Okay. Neun der Münzen hier. Okay. Hast du es auf eine Person abgesehen hier? Hä? Okay, okay. Ich denke, was dich besonders verunsichert, ist, dass dieser Mensch dir nicht nachgeiert. Okay. Ich habe hier neun der Münzen liegen. Ist eine ziemlich unabhängige Person, der die sich selbst unterhält. Ja? Sich selbst bespaßt. Wenn diesem Menschen langweilig ist, dann geht dieser Mensch da nicht raus und sucht jemanden, der die ihn, sie unterhalten kann. Nee. Sucht sich selbst ein Hobby, ja, beschäftigt sich selbst, ist sehr autonom, eine sehr autonome Persönlichkeit, schaut auch auf sich, ja, schaut gut auf sich, wenn da irgendwas gekauft werden muss, kauft es sich dieser Mensch selbst, wenn da Unterhaltung nötig ist, unterhält sich dieser Mensch auch selbst, wenn da irgendetwas repariert werden muss, repariert dieser Mensch auch das oder das auch selbst, eine sehr autonome Energie hier, die nicht nach der erstbesten Gelegenheit greift. Okay, jetzt vor allem in der Liebe. Und ich denke, dass gerade das dich ziemlich verunsichert hat, Wassermann. Du genau deswegen dieses Hin und Her hattest, weil es du hier nicht mit einem Menschen zu tun hast, der dir hier deutliches grünes Licht gibt. Tut dieser Mensch nicht. Okay? Ist der Typ Mensch, der einfach die Türe offen hält und sagt, oder wer will, kann rein? Okay, und wer nicht will, soll draußen bleiben. Ich bitte niemanden rein, ich schmeiße auch niemanden raus. Ja, eine solche Energie habe ich hier bei neun der Münzen und ich denke, dass das dich verunsichert hat an diesem Menschen. Hast weder eine Ablehnung bekommen, weder einen Korb, noch ein Ja, Hallo, oder? Oder ein grünes Licht, nix. Okay,
Es ist eben, wenn jemand energetisch ja so abgekapselt ist, sich selbst oder das so selbst in einem geschlossenen Kreislauf ist, ja, dann interagieren solche Menschen nicht groß mit der Außenwelt und so nimmt die Außenwelt dann auch wenig Kommunikation von diesen Menschen auf. Ja, wenn du dich jetzt hier fragst, mag mich dieser Mensch überhaupt, ja, dann kann ich dir antworten, dass diesen Menschen hier vor allem beschäftigt, ob er sie sich selbst mag oder nicht. Dieser Mensch setzt sich nicht hin und fragt sich, mag ich Wassermann, ja oder nein? Nee, ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ist nur in der Münzen, das ist okay, das ist ziemlich positiver Egoismus hier. Ja, ist ziemlich positiv, nicht egozentrisch, sondern egoistisch, okay. Egoismus ist, wenn deine Welt sich um dich dreht, egozentrisch ist, wenn du glaubst, dass die Welt sich um dich dreht, aber das ist nicht der Fall hier. Dieser Mensch, ja, da dreht sich die eigene Welt um sich selbst. Man macht sich zum Mittelpunkt des eigenen Lebens, nicht der Welt. Okay. Vier der Stäbe. Okay. Da kommen freudige Nachrichten auf dich zu. Neun der Kelche, Wunscherfüllung pur. Du wirst hier vor Freude, ja, du wirst hier Freudesprünge machen. Wassermann, da wird es eine Gelegenheit für euch geben, wo ihr hier aufeinander trefft und eure Energien sich endlich verbinden können. Schau mal, zwei der Stäbe hier, vier der Stäbe hier. Bei jedem Sternzeichen ist es so, dass wenn ich sehe, dass dieses Sternzeichen aktiv ist, sofort die Kommentare kommen, nee, ich werde hier gar nichts tun. Frage in die Runde, wenn jetzt alle Sternzeichen inaktiv sind, wo passiert dann was? Also dann kann ja gar nichts passieren, wenn wieder sagt, nee, ich mache nichts, kannst vergessen, dass ich irgendeinen Schritt mache, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau und so weiter und so fort. Wenn alle Sternzeichen sagen, ich mache genau nichts, soll doch das Gegenüber machen. Wer macht dann, oder wer tut dann irgendetwas? Wenn dein Gegenüber Fisch ist, ja, dann Fische sagt ja dann auch, ich mache nichts. Ich mache hier gar nicht den ersten Schritt. Ich sehe, dass du hier den Schritt machst, zwei der Stäbe hier, vier der Stäbe hier, siehst du hier, das ist die vier der Stäbe-Karte und du wirst dann auch hier zwei der Stäbe, vier der Stäbe, hier haben wir auch vier Stäbe abgebildet, hier ist auch ein Stab, man sieht es nicht so gut, ist abgeschnitten hier, ja, es sind aber vier Stäbe auf dieser Karte, du wirst hier eine Entscheidung treffen und einen Schritt machen, Wassermann, über den du dann sehr, 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 sehr glücklich sein wirst. Ja, Freude pur, du wirst dann hier sehen, ja, dass alles gut ist zwischen euch beiden, dass dieser Mensch hier durchaus gewillt ist, sich mit dir zu verbinden, durchaus Spaß mit dir hat, ja, durchaus alles positiv ist zwischen euch beiden, neun der Kelche hier, du wirst hier unglaublich glücklich sein Ende Monat, Wassermann, mit neun der Kelche ist hier auch diese Wunscherfüllung sozusagen und ich sehe halt auch hier oder mit diesen Münzen hier und auch hier mit dieser Schatzkiste, wie sich hier endlich zwei Energien verbinden, während dieser Mensch hier vorher eine sehr ferne Energie war, sehr abgekapselt von dir, wo du gar nicht wusstest, was dieser Mensch so oder privat so treibt, wirst du dann hier plötzlich Teil dieses Schatzes, Teil dieser Schatzwelt hier sozusagen, von diesem Menschen hier sein. Okay. Wirst hier einen Schritt machen, worüber du dich dann sehr freuen wirst. Vier der Stäbe hier. Du wirst dann plötzlich sehen, ah, oder, das ist durchaus eine aktive Energie, mit der ich es zu tun habe. Die Energie war einfach nicht in meine Richtung gelenkt. Ja. Dieser Mensch hat einfach die Aufmerksamkeit nicht auf mich gelenkt. Das war alles. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Wassermann, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.